Hallo, liebes WWE-Universum. Endlich ist es soweit, wir spielen WWE 2023. Ich bin wie immer euer Shurtalk und ich bin sowas von gehypt. Wie werden die neuen Charaktere aussehen? Hat sich grafisch was getan? Im Gameplay? Wir werden alles testen. Rein, Freunde, Abfahrt, let's go! Wir machen keine halben Sachen und starten gleich in die erste 30-Mann-Battle Royale. Das Ganze in der NXT Arena in Orlando, Florida. Welche 30 Superstars werden dieses Mal dran teilnehmen und wer wird sich am Schluss durchsetzen? Seid gespannt, wir erwarten den ersten Einzug. Der Ringsprecher erklärt uns noch einmal die Regeln. Wer zuletzt der 30 Kämpfer überbleibt, bekommt ein Ticket für WrestleMania. Oh my God. Superstar Nummer 1, Brock Lesnar. Da kommt er, sieht mächtiger aus als je zuvor. Der Sieg heute wird sicherlich nur über ihn gehen. Da können sich die anderen 29 Teilnehmer aber mal warm anziehen. Brock sieht richtig entschlossen aus. You think there's any limit at all to the carnage that's to come here tonight? Oh, Saxton, you know better. We should expect nothing short of total decimation. Of course, Lesnar's never one for holding back. The Beast wins decisively. Brock ist bereit. Wir erwarten den Starter Nummer 2. Im Hintergrund können wir es bereits lesen. Starter Nummer 2 ist Happy Corbin. Happy ist motiviert wie eh und je. Er ist gut drauf. Aber wird er auch Brock standhalten können? Finden wir es gleich heraus. Es ist angerichtet, Primetime, die Kämpfer sind bereit, möge der Bessere gewinnen, viel Spaß. Brock, wie man ihn kennt, geht gleich in die Offensive, auf die Schulter und Abfahrt. Oh, gleich aufs oberste Ringseil, das tat schon richtig weh, leicht benommen, aber Happy kann zurückschlagen und Brock erstmal auf die Ringmatte geschickt. Wilder Schlagabtausch. Oh, das hat auch schon eingeschlagen. Wer kommt als nächstes? Teilnehmer Nummer 3, Kofi Kingston. Da ist er. Ah, wollte kurz angreifen, hält noch so leichten Sicherheitsabstand und wartet ab, bis Brock hier sein Manöver ausgeführt hat.
Und jetzt holt er aus. Und naja, Kofi ist noch so ein bisschen orientierungslos, macht ein bisschen ein kleines Tänzchen. Aber nicht mit Brock, hat sich gleich erstmal das hohe Knie eingefangen. Und hier kommt auch schon der vierte Teilnehmer. Teilnehmer Nummer 4, Drew Gulak. Hier kriegt Kofi jetzt aber mal so richtig von Brock ein eingeschenkt. Stampft ihn zu Boden, ist sich auch sehr siegesicher. Muss jetzt allerdings aufpassen im Hintergrund. Drew ist schon da. Aber da scheint Brock doch einigermaßen hier im Griff zu haben. Nimmt ihn auf die Schultern und will ihn doch eventuell schon rüberwerfen, aber das kann Drew nochmal verhindern und kontert seinerseits. Und wir sind auch schon dabei, den nächsten Teilnehmer. Wer wird es sein? 2, 1 und es ist Nummer 5, Bron Breakker. Happy hat gerade massive Probleme. Kofi versucht ihn noch rauszuschieben. Bron ist auch schon eingetroffen. Geriet hier aber auch gleich in einen Klammergriff. Aber Aufgabe zielt hier nicht. Aber er kann damit seinen Gegner natürlich ein bisschen schwächen. Schafft es dann aber doch irgendwie, sich zu befreien. Der Ring füllt sich. Und es wurde auch noch keiner übers oberste Ringseil geworfen. Es sind noch alle Teilnehmer drin. Und hier erwarten wir schon den nächsten. Es ist die Nummer 6, Giovanni Vinci. Es entwickelt sich hier langsam doch so eine richtige Keilerei. Brock nimmt eine kleine Auszeit. Musste jetzt auch schon einiges einstecken. Hinten links wird wieder versucht, Happy rauszudrücken. Kann er sich noch retten? Na, und Happy? Oh, das wird eng. Das wird eng. Happy? Und, oh, er bräuchte Hilfe. Nein, er schafft das selber. Einen gekonnten Schlag. Und es hat ihn zurückgebracht. Happy jetzt noch mit der schönen Links-Rechts-Kombination. Läuft allerdings dann auch schon wieder in den Hinterhalt. Brock kümmert sich drum und jawohl, er hat den ersten eliminiert. Wir erwarten den nächsten Teilnehmer mit der Nummer 7, Brutus Creed. Sieht auch so ein bisschen aus, als wenn er einen Schlafanzug an hätte. Na, Brock wird sich gleich mal kümmern. Aber wenn es so weitergeht, dass Brock hier von jedem eingeschenkt bekommt, ich weiß ja nicht, wie lange Brock das durchhalten kann. Er sollte sich hin und wieder auch mal eine kleine Auszeit zum Durchschnaufen gönnen. Die Zeit läuft gnadenlos runter. Wen werden wir als nächstes hier begrüßen dürfen? Es ist der Teilnehmer Nummer 8, Mr. RKO Randy Orton. Randy gehört sicherlich auch zum erweiterten Favoritenkreis. Und wie wir ihn kennen, er lässt sich hier auch nicht lange bitten, mischt sofort mit. Wildes Getümmel. Happy muss hier mal so ein bisschen durchschnaufen, habe ich das Gefühl. Kratzt sich mal ganz kurz am Kopf. Und schönes Teamwork hier mit Randy. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kofi ist hier auch schon ganz schön platt. Muss hier kräftig mal durchschnaufen. Hat hier richtig ein Eingeschenk bekommen. Und wir erwarten auch schon bereits Teilnehmer Nummer 9. Es ist Santos Escobar. Santos lässt sich noch ein bisschen Zeit. Ah, da kommt er. Hat die Haare schön wie immer. Und pirscht sich von hinten gleich mal so ein bisschen ran. Das hat allerdings voll eingeschlagen bei Brock. Schöne Aktion von Kofi. Aber Kofi muss jetzt auch ein bisschen aufpassen. Hat sich auch ein bisschen zu viel eingefangen. Ist nicht mehr so ganz frisch. Und wenn er jetzt nicht aufpasst, dann geht er, ja, habe ich befürchtet, geht er über den oberen Ringus raus. Frühes Aus für Kofi. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber das ist ja wirklich das Unvorhersehbare an so einem 30-Mann-Battle Royale. Happy bekommt von Randy also ein bisschen Höhenluft zu schnuppern, kann sich aber gerade noch mal befreien. Aber hier gibt es kaum Luft zum Durchatmen. Randy greift neu an, schöner kleiner Schlag in die Rippen, in die Seile und oh, Aktion, jetzt gibt es mit der Rechten kräftig. Und zu Recht lässt Randy sich auch immer feiern. Aber nicht lange. Es geht hier gleich weiter. Wildes Gerangel. Und Happy zeigt es an. Jetzt wird es Zeit, Brock rauszuwerfen. In 10 Sekunden erwarten wir bereits Teilnehmer Nummer 10. Wer wird es sein? Lasst uns gemeinsam runterzählen. 3, 2, 1. Es ist Austin Theory. Der Ring wird auch immer voller. Wird mal wieder an der Zeit, dass hier der eine oder andere übers Seil fliegt. Wildes Gekloppe am Boden.
hier schön über die Schulter geworfen. Ja, das tat schon weh, das drückt schon richtig. Und Happy, wie sieht's aus? Schaffst du ihn? Jawohl, raus ist er. Das war's für Bron. Hat aber länger durchgehalten, als ich erwartet habe. Ein Drittel der Teilnehmerliste haben wir bereits gesehen und habt ihr schon einen heimlichen Favoriten? Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Hier unten rechts hat Randy Orton gerade auch nicht viel zu lachen. Und Happy ist auch jederzeit in Lauerstellung. Und ja, er nutzt es aus, nimmt ihn auf die Schulter und aber Randy kann kontern. Und ja, das hat Happy sich ganz anders vorgestellt, aber hat er sich auch selber eingebrockt. Aber Randy wird abgelenkt, das ist so ein bisschen sein Vorteil. Und hier gab es erstmal den RKO. Randy dreht jetzt hier mal so richtig auf, stampft den nächsten nieder und jawohl. Und er geht gleich weiter. Er hat noch nicht, wer will nochmal. Komm her hier, du kriegst auch nochmal kräftig. Oh, er ist nicht aufzuhalten, aber wird hier auch erstmal weggetackelt von Brock. Da hat er nicht aufgepasst. Das hat jetzt mal so richtig eingeschlagen. Aber Randy schüttelt sich nur kurz und ist wieder da. Muss aber sofort weitere Schläge einfangen. Hier leichter Schwitzkasten. Und Happy streckt ihn zu Boden. Mittlerweile eingetroffen, Teilnehmer Nummer 11, Damian Priest. Wird auch gleich kräftig begrüßt von Happy. Damit er gleich mal Bescheid weiß, was hier abgeht. Happy ist auch gerade mal so richtig warm. Dreht sich und... Oh, jetzt muss er aufpassen. Jetzt ist er angeschlagen. Das könnte ausgenutzt werden und kann ihn rüberschmeißen. Schafft ihn. Ja, das war's für Happy. Er hat sich einfach ein bisschen zu viel zugemutet. Brock macht seiner Favoritenrolle alle Ehren. Hält wacker durch. Wir dürfen nicht vergessen, er war Teilnehmer Nummer 1. Oh, niedergestampft. Allerdings schon mal ins Leere gehauen. Die Koordination ist natürlich nach dieser längeren Zeit nicht mehr so ganz gegeben. Aber so ein Suplex ist immer noch drin. Und da kriegt er noch ein App. Und noch einen dritten. Das haut richtig rein. Hier vorne rechts hätten wir es fast übersehen. Brutus ging doch mit einer mächtigen Portion Überschuss übers Seil. Das hat er sich so sicherlich auch nicht vorgestellt. Uns bleibt aber keine Zeit, hier einmal vernünftig durchzuschnaufen, denn es geht kräftig weiter. Und in 8 Sekunden wartet schon Teilnehmer Nummer 12. Wer wird es sein? Wir sind gespannt. Es ist Madcap Moss. Brock dreht jetzt nochmal so richtig auf. Hat gerade richtig Spaß. Und beißt sich jetzt auch an Damian Priest fest. Das sieht jetzt gar nicht gut aus für ihn. Nehmt ihn auf die Schulter. Und das war's für Damian. Brock hat eine Menge Spaß und hat auch nichts von seiner alten Form verloren. Lauert schon wieder. Und legt sich hier auch mit jedem an. Muss allerdings auch eine Menge einstecken. Wir erwarten in der Zeit den nächsten Teilnehmer. Wer wird es sein? Ilja Dragunov mit der Startnummer 13. Das ist gefährlich außerhalb der Seile, aber er kommt wieder rein. Da kann man doch schon mal schnell rausfliegen. Hier unten links wird ein kleines Päuschen genommen. Einmal kurz durchgeatmet. Und da ist er wieder. In der Zeit Brock liegt auch auf der Matte. Auch ein kleines Verdauungspäuschen. Man merkt aber schon, dass der eine oder andere hier so ein bisschen auf Reserve pumpt. Ich frage mich auch, wie lange Brock das hier durchhalten will. Oh, das hat auch nochmal so richtig eingeschlagen. In der Zwischenzeit hat sich Robert Roode mit der Nummer 14 angekündigt. Da ist er auch schon. Unverkennbar in seiner schicken roten Hose. Muss allerdings auch gleich erstmal Bekanntschaft machen mit der Matte. Das war nicht so geplant. Und wenn er Pech hat, dann geht er hier auch schon gleich wieder nach Hause. Hängt noch in den Seilen. Nein, er schafft es und rollt sich zurück. Das war schon knapp. Das ist, wenn man mit so ein bisschen Überschwung hier reinkommt, dann kann das auch schon manchmal ein bisschen eng werden. Jetzt kommt Teilnehmer Nummer 15 und das werden wir sein. Es ist Rey Mysterio. Machen wir uns nochmal locker. Greifen wir den Controller und da sind wir. Angriff. Und wir werden hier gleich mal... Ach, wir hauen hier gleich mal Brock ein. Gehen uns hier gleich mit dem Großen an. Wir sind ja klein und wendig. Muss mich mit der Steuerung natürlich noch so ein bisschen vertraut machen. Aber hier fasse ich doch erstmal mit an und dann hauen wir nochmal raus hier. Auf Wiedersehen. Ja, das hat doch hier schon mal ganz gut geklappt. Aber
Rote Hose ist ja so ein bisschen nachtragend und will mich dann auch hier gleich eliminieren. Oh, das hat schon kräftig wehgetan. Nächster Teilnehmer, Cruz del Toro mit der Nummer 16. Ich werde in der Zeit nochmal kräftig hier ein auspacken. So, komm her. Übergelegt und erstmal auf die Matte mit dir. Aber Brock lauert auch schon. Irgendwas hat er auch gegen mich. Brock, das ist jetzt nicht so schön. Das zieht im Kreuz aber ganz schön kräftig. Im Hintergrund geht der nächste über die Matte. Jetzt geht es hier aber auch Schlag auf Schlag. So, Brock, komm. Ich drehe dir erstmal gegen Knie. Kleiner Reverse-Kick. Schauen wir doch mal, was wir hier machen können. So, Brock, komm. Brock müsste ich loswerden. Ist sicherlich der ärgste Konkurrent. Hier kommt aber auch schon der nächste. Teilnehmer Nummer 17, Angel. Aber auch dir springe ich erstmal schön gegen den Bauch. Ja, das tat schon weh. Noch ein paar Tritte oben drauf. Und hier nochmal, ja. Das sieht doch schon ganz brauchbar aus. Ja, kommt hier gar nicht mehr hoch. Ah, leider werde ich abgefangen. Uiuiui, jetzt muss ich sehen, dass ich mich hier befreien kann. Ich muss auch ein bisschen viel einstecken, aber noch bin ich gut drauf. So, jetzt erstmal zu dir wieder. Ja, auch die Hände, kommt immer gut. Und hier kommt auch schon Teilnehmer Nummer 18, Julius Creed. Der Schlafanzug kommt mir bekannt vor, den haben wir vorhin schon mal gesehen. Wird doch wohl sein Bruder gewesen sein. Oh, schenkt ja auch gleich kräftig aus. Allerdings habe ich hier vorne gerade wieder mit Brock zu tun. Oh, das sieht... werde ich auch nicht mehr so lange durchhalten können, habe ich das Gefühl. Aber ich gebe nicht auf. Gleich ins Getümmel, gleich gegen Julius Creed. Ah, tat schon weh. Allerdings hier Rothose. Von dem bekomme ich auch immer zu viel eingeschenkt. Und jetzt kommt die Nummer 19, The Miz. The Miz können wir sicherlich zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Darf man nie abschreiben. Beißt sich immer fest wie so ein kleiner Terrier. Und geht auch gleich mal auf die Seile. Geht er noch einen höher? Nein. Zweites Seil reicht. Und ne, geht er gar nicht rauf. Ich dachte, er macht jetzt irgendwie mal so ein High-Risk-Manöver. Leider kann ich es nicht verheimlichen. Und das mit dem Schlafanzug war nicht so böse gemeint. Trotzdem hat er mich übers oberste Ringseil geworfen. Ja, schade. Nichts ist mit dem Ticket für WrestleMania. Aber schauen wir uns den Kampf weiter an. Möge der Bessere gewinnen. Hier liegen auch bald mehr auf dem Boden als noch stehen. Die Luft geht doch hier ganz schön aus. Aber Brock ist immer noch da. Alle Achtung, als erster Teilnehmer. Der kann wirklich einiges einstecken. Sprung ins Leere. Brock konnte sich gerade so ein bisschen noch zur Seite drehen. Das wird schon wehgetan haben. Und hier Julius Creed. Oh, in die Augen gepiekt. Böse Attacke. Das wird ganz schön brennen. Teilnehmer Nummer 20, AJ Styles. Und man hat es kaum durch die Einblendung und links gesehen. Brock ist raus. Brock Lesnar wird den diesjährigen Royal Rumble nicht mehr gewinnen können. Was für eine Sensation. Somit werden die Würfel neu gemischt. Wir wissen zwar nicht, wer hier noch kommen wird, aber ich würde erstmal 5 Dollar auf AJ Styles setzen. AJ nimmt sich eine kleine taktische Auszeit. Kaputt kann er eigentlich noch gar nicht sein, denn er ist ja gerade reingekommen. Aber er ist ein cleveres Bürschchen. Er weiß da schon genau, was er machen muss. Jetzt geht er rein. Diskutiert noch ein bisschen. Wartet und jetzt schnappt er ihn sich. So. Komm her. Doppelmove. Das tat schon kräftig weh. Aber die beiden sind sich ja auch nicht grün. Das gab jetzt richtig auf die Omme. Ja, AJ hat jetzt einen Lauf. Jetzt schnappt er sich hier einen nach dem anderen. Ist kaum aufzuhalten. Teilnehmer Nummer 21. Axiom ist eingetroffen. Seine Identität wie immer geheim. Wir können ihn durch die Maske nicht erkennen. Aber er tritt hier auch schon mal kräftig zu. Das ging ins Leere. Das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. AJ, einmal kurz durchschnaufen hinten links. Und er wird neu angegriffen. Neu angreifen wird auch gleich der nächste Kandidat. Und wer wird es sein? Teilnehmer Nummer 22, MVP.
MVP braucht Moment, ist ja nicht mehr der Jüngste, doch da ist er schon und mischt doch gleich kräftig mit. Aus dem vollen rechts, links, komm. Ja, sehr schön. Erstmal zu Boden gestreckt. AJ macht hier gleich mit. Wo ist er? Hat ihn kurz aus den Augen verloren. Das ist doch hier jetzt so ein wildes Gerangel. Dann warten wir doch mal auf die nächste Person. Wer wird es sein? Welcher Teilnehmer haben wir jetzt? Es ist Akira Tozawa. Oh, was ist da im Hintergrund passiert? AJ Styles hat wieder zugeschlagen und das war's dann auch schon für Robert Roode. AJ Styles scheint auch so ein bisschen Oberwasser zu haben. Hoffentlich überpace er das Ganze nicht ein bisschen. Das kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Und da haben wir es auch schon. Ah, jetzt ist er doch angeschlagen. Jetzt muss er aufpassen. Eine Clothesline. Und übers dritte Seil. Und das war's dann auch das aus für AJ. Ich glaube, er weiß gar nicht so richtig, wie ihm geschah. Das hat er auf jeden Fall nicht eingeplant. Aber Cruz del Toro hat das zu lange abgefeiert. Ist ebenfalls raus. Jetzt lichtet sich das Ganze und auf einmal sind nur noch drei Leute hier im Ring. Das sah vor kurzem hier schon ganz anders aus. Mit AJ Styles sind auch meine 5 Dollar weg. Ein Favorit nach dem anderen verabschiedet sich hier. Aber wer weiß, wer hier noch kommen wird. Wir wissen es in 5, 4, 3, 2, 1. Es ist die Nummer 24, T-Bar. Oh, 3 ist immer einer zu viel. Bei 4 geht es wieder. T-Bar ist eingetroffen. Hat auch ein fettes Sixpack. Ne? Er ist mehr als durchtrainiert. Und fügt sich hier auch gleich ein. Legt sich hier mit jedem an. Oh, teilt hier schon kräftig aus. Das hat er davon. Jetzt wird er zu zweit bearbeitet. Und muss doch hier in der Ecke mal so ein kleines Momentchen erstmal verschnaufen. Hat sich so ein bisschen verausgabt. So, komm, ich drück dich hier oben rüber, übers oberste Seil. Das wird doch ganz schön eng für ihn jetzt. Und, na, ich glaube, er kann nicht, nein, er kann hier nicht standhalten. Und in der Zwischenzeit ist auch Jinder Mahal hier eingetroffen. Den könnten wir auch durchaus zu einem Sieger, ja, es könnte sein. Zumindest engere Auswahl würde ich nennen. Wobei engere Auswahl, so viele sind hier gar nicht mehr. Könnte durchaus sein. So, 3, 2, 1. Wer kommt mit der Nummer 26? Montez Ford. Aktuell kann ich es wirklich nicht vorhersagen, wer hier als Sieger hervorgehen wird. Ja, es geht auf und ab. Wir werden einfach noch die letzten Teilnehmer abwarten müssen. Vielleicht kommen wir deiner Sache ein bisschen näher. Und links, kleine Verschnaufpause. Ziemlich fertig. Greift jetzt nochmal neu an. Und der nächste Superstar wird gleich in 3 Sekunden teilnehmen. 2, 1. Und es ist Dolph Ziggler mit der Nummer 27. Mehr blonde Haare geht nicht. Und da ist er schon. Schön gekämpft wie eh und je. Mann, das sieht auch aus. Könnte auch echt hier Prinz Eisenherz spielen. Aber er macht seinen Job und haut hier den ersten schon mal raus. Schöner Einstand. Ist sich dann nicht zu schade, gleich in die Vollen zu gehen. Und nimmt sich hier auch gleich den nächsten vor. Ja, das macht schon mal einen guten Eindruck. Noch eine Rolle. Und als nächstes kommt die Nummer 28. Sheamus. Ja, mit Sheamus werden die Karten neu gemischt. Könnte durchaus auch zu den Gewinnern gehören. Liegt sie auch gleich mit dem vermeintlich stärksten an, mit Dolph Ziggler. Hier schön Piledriver. Runtergedrückt auf die Matte. Das tat schon richtig weh. Sheamus kloppt hier sich hier gleich mit dem nächsten. Rein in die Seile, Schwung mitgenommen, in die Beine getreten. Und du komm auch mal hier. Links, rechts, Kombi kriegst du erstmal. Und hier nochmal. Oh, Sheamus ist ja außer Rand und Band. Das war erstmal ein Rückenkratzer. Von Jinder Mahal, das tat mir halt so richtig weh. Und hier kommt auch schon die Nummer 29, Fair Mahan. Oh, ist hier auch so langsam ein Langhaar-Duell.
Fügt sich hier gut ein. Ja, feiert sich erstmal ab hier für eine Aktion. Das ist gefährlich. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Das kann schnell mal nach hinten losgehen. Und das war's dann auch schon für ihn. Na, krieg ich ihn rüber? Verdient hätte er es, ja? Oh, er hält sich noch unten fest. Er hält sich noch am letzten Seil fest. Hat er richtig Glück gehabt. Und hier kommt die Nummer 30. Matt Riddle. Jetzt wird's barfußig. Und da ist er auch schon. Hauptsache, sie petten ihn nicht auf die Füße. Das könnte schon richtig wehtun. Wildes Geraufe. Seamus guckt. Na, komm her. Zweimal übers Knie gebrochen. Und noch ein drittes Mal. Das könnte es dann auch schon fast gewesen sein. Das übersteht kaum einer. Hinten rechts wird eine kleine Pause genommen. Taktisch, würde ich mal sagen. Dolph ging auch so langsam die Lampen an. Versucht in die Ecke zu kommen. Ist aber kein Tag Team. Er kann nicht wechseln. Ich glaube, er will einfach nur so ein bisschen durchatmen und Zeit gewinnen. Hat sich kurz gesammelt. Ist jetzt wieder voll da. Guckt sich noch einen aus und greift jetzt. Oha, aber ist ein bisschen verwehrt ins Leere. Das gab noch einen Kick an den Kopf. Oha, Dolph. Jetzt wird's eng. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Kann zwar gerade noch so ein bisschen kontern, aber ich glaube, das hält ja doch auch nicht mehr lange durch. Seamus auch am Boden. Er windet sich hin und her. Hat sich hier richtig eingefangen und muss hier auch erstmal zur frischen Luft kommen. Nimmt eine kleine Auszeit. Ist wieder da. Und Jinder Mahal steht eigentlich nur so ein bisschen rum. Doch, jetzt mit Seamus. Pile Driver im Hintergrund. Jetzt geht es hier wirklich hin und her. Man weiß gar nicht, was man zuerst kommentieren soll. Seamus hier vorne. Schönes Ding. Rolle auf den Kopf. Hat es eingeschlagen. Und hier hinten links ist raus. Das ging jetzt zügig. Ja. Die Ereignisse überschlagen sich in der Schlussphase. Doppel-Team-Move mit Dolph. Ja, Dolph powert sich dann richtig auf. Hat jetzt nochmal die zweite Luft. Und Seamus möchte doch so langsam auch mal Jinder Mahal loswerden. Und jetzt könnte, jawohl, konnte sich noch kurz festhalten hier oben. Aber Seamus hat das doch ganz clever angestellt. Hat jetzt allerdings nicht aufgepasst. Und hier vorne links, wir haben es kaum gesehen. Dolph ist auch raus. Einer der nächsten Mitfavoriten. Das Feld lichtet sich. Es sind nur noch, lass uns kurz durchzählen, 5 Leute hier. Das wird schon eng. Sind hier in einer heißen Phase. Wilde Prügelei. Seamus nimmt nochmal Anlauf und wieder übers Knie. Oh, und nochmal das hohe Bein mitten ins Gesicht, im Fuß. Das tat schon weh. Und hier, er hat jeden Hauder hier rüber. Und hier auch nochmal den Bro Kick. Ich glaube, Seamus setzt jetzt an zum großen Finale. Er will sich den Sieg ja auch nicht mehr vom Teller nehmen lassen. So, wer hat noch nicht, will nochmal, alle am Boden. Ja, er sollte jetzt aber nicht zu viel warten, er sollte nachsetzen. Bevor die Jungs hier alle wieder zur Luft kommen. Ja, jetzt sind sie auch wieder alle da. Da hat er meiner Meinung nach ein bisschen zu lange gewartet. Jetzt ist er auch selber erstmal am Boden. Hat sich doch ein bisschen zu verausgabt. Scheint sich auch am Kopf verletzt zu haben. Oder er atmet taktisch jetzt auch nur ein bisschen durch. Oben rechts gibt es noch kräftig. Ja, sieht gut aus. Seamus ist wieder da. Muss sich aber auch ein paar Schläge auf die Brust gefallen lassen. Oh, Tiefschlag. Uiuiui, das tat weh. Seamus, jetzt wird's eng. Jetzt musst du sehen, dass du da irgendwie rauskommst aus der Nummer. Aber hier wird nachgesetzt. Er hat keine Zeit zu verschnaufen. Er wird in die Ringecke gedrückt. Kann noch ein, zwei Konter ansetzen. Ja. Und kommt doch irgendwie wieder da raus. Aber man merkt es schon, ne? Die Luft wird hier ganz eng. Sind alle mehr als auf Reserve. Viel geht hier nicht mehr. Jeder wartet so ein bisschen auf den Lucky Punch. Seamus sagt, komm, ich bin aber noch hier. Oh, zu früh abgefeiert das Ding. Und weg ist er. Ach, er kann es auch gar nicht fassen. Ja, Seamus,
das hast du dir selber zuzuschreiben. Warum feierst du die Nummer hier so ab? Kämpf das doch seriös nach Hause. Das kommt davon, wenn man sich zu sicher ist. Die letzten vier. Und auf die Finger. Ja, da konnte er sich nicht mehr festhalten. Das war abzusehen. Und hier wird noch ein bisschen gestretched. Arbeiten die beiden jetzt zusammen. Ah, er nimmt ihn auf die Schulter. Nee, Überroller. Und jetzt kommt, jetzt kriegst du von mir nochmal. Und ja, sie arbeiten ein bisschen zusammen. Aber auch nicht so richtig. Hier ist doch mehr so jeder gegen jeden. Wilde Nummer. Auf die Schulter genommen, aufgesetzt. So ein leichtes Belauern jetzt. Wer kann hier zum großen Finale ansetzen? Einmal in die Ecke gedrückt. Und komm, ich schmeiß dich rüber. Passt das? Ja. Eigentlich ein bisschen wenig Schwung. Kann es was werden? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er ihn rüber bekommt. Aber jetzt, oh, jetzt hat er Oberwasser. Trommelt sich nochmal gegen die Brust und muss sich auch gleich noch einen Fuß einfangen. Aber den schüttelt er weg. Hier das hohe Knie. Und wer wird gewinnen? Wir können es echt nicht vorhersehen. Bei beiden ist es möglich. Ich kann hier keinen Favoriten ausmachen. Es geht hin und her. Ja, rein in die Seile, Schwung mitnehmen. Auflaufen lassen. Und jetzt gibt es hier nochmal die rechten. 3, 4, 5 Dinger. Jetzt ist er benommen. Jetzt ist er doch so ein bisschen im Vorteil. Jetzt müsste Matt auch zum Finale ansetzen. Die Chance ist groß. Und kriegt er ihn rüber. Er bereitet ihn sich so ein bisschen vor. Ein bisschen wie lange wieder gewartet. Ja, das hat er davon. Aber er schwankt hier schon ganz schön. Ich glaube, Akira wird das Ganze auch nicht mehr so lange durchhalten können. Auch wenn er Matt hier jetzt nochmal in die Stretch-Variante so ein bisschen bringt. Aufgabegriff. Aber er kann ihn damit maximal schwächen, weil Aufgabe ist hier nicht. Er muss ihn übers oberste Seil werfen. Akira nimmt ihn hier auf, konnte aber von Matt. Oh, jetzt ist er benommen. Das könnte er ausnutzen und kriegt ihn rüber. Und Matt, jawohl. Matt ist der Sieger des diesjährigen Royal Rumble. Matt Riddle, herzlichen Glückwunsch. Die Freude ist groß. Und wer hätte es am Anfang des Kampfes gedacht, dass Matt Riddle den Royal Rumble gewinnen wird? Hat es euch gefallen? Freunde, dann lasst doch noch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns mit dem nächsten WWE-Match wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und schau euer Shure Talk. Bye, bye.